Hi, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute den Prolog zu Lurk in the Dark. Lauern im Dunkeln oder wahrscheinlich frei übersetzt, das, was im Dunkeln lauert. Es ist ein, oh Gott, japanisches Horror-Game? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein asiatisches Horror-Game, die ja doch immer sehr speziell sind und sehr, sehr gruselig sein können. Und ich bin mal gespannt, wie das Spiel letztendlich so ist. Das Spiel kam raus, also der Prolog, die Erstveröffentlichung war 2019. Aktuell ist noch kein komplettes Spiel draußen, aber ich weiß, dass der Prolog ein vernünftiges Ende hat. Das heißt, wir stehen da nicht da und wissen nicht, wie es weitergeht, sondern er hat ein Ende. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein und schauen uns das gute Stück an. Am besten bei diesem Spiel wirklich abends im Dunkeln, im Bett, unwahrscheinlich gut. Das macht einfach richtig Spaß. Ich liebe diese, ne? Dieses blub, 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 dieses Menü. New Game. Wir gehen rein. Okay, ich weiß, dass die Steuerung des Spiels sehr anspruchsvoll ist, also sehr umfangreich, sehr anspruchsvoll ausfällt. Ich bin mal gespannt. Es ist nicht die klassische Steuerung, die man normalerweise bei so einem Game hat. Sie ist extrem ausführlich. Und wie da unten jetzt steht, wir laden jetzt den Albtraum. Ich bin mal gespannt. Möchte jetzt gegruselt werden. Ja. Es ist so viele unterschiedliche Tasten bei allem möglichen. Aber guck mal, wir werden schon zurechtkommen. okay. Ein Mord wurde in der, also Nummerfall 10176 um 7.26 Uhr nachmittags. Ein Mord wurde in der Stadt gemeldet. Der Ort, an dem es passiert sein soll, ist ein altes Herrenhaus, das John Ruggles gehört. Wir waren etwas verunsichert, ob es sich vielleicht einfach um einen Trittbrettfahrer handelt. Wie auch immer, wir konnten mit Mr. Ruggles nicht in Kontakt treten. Also gehen wir jetzt hin und untersuchen den Ort. Im Moment vermuten wir das Schlimmste. Wenn du irgendwelche Hinweise hast, Überlebende oder einen Toten, melde das sofort. Falls du in Kontakt jetzt mit einer gefährlichen Person, ist es erlaubt, Feuerwaffen zu benutzen. Die Untersuchung wird von den folgenden Mitgliedern durchgeführt. Rick D. Thomas, Alex Corner, Olivia Miller, James Anderson, Marcus Brown, Billy J. Adams und Abigail Ikeda. Uhr nachmittags, wir sind Marcus Brown, ein Polizeiofficer. Ich hätte den verdammten Anruf nicht annehmen sollen. Heute Abend belohne ich mich mit einer kompletten Flasche Alkohol. Okay. Das ist lustig, wir sind ein asiatischer Polizeiofficer mit dem Namen Marcus Brown. Ich könnte die Sprachausgabe auch auf Englisch stellen, aber ich hätte gerne, dass er weiterhin wahrscheinlich, also in dem Fall wahrscheinlich, wie gesagt, wirklich Japanisch spricht. Wir können rennen. Wir können mit C uns auch ducken. Okay. Sieht ja erstmal ganz cool aus. E in der Ecke, okay. Die Tür ist verschlossen. Was ist das? Oh, geil. Kannst ranzoomen? Das ist so Umgebungsgeräusche.
Also als wenn du irgendwas wahrnimmst oder dich stark konzentrierst. Das ist richtig. Tu es, tu es, tu es, tu es. Okay, was soll ich tun? Das ist schon, allein die Umgebung finde ich gruselig. Wer bist du? Ich kann mir ein Tutorial angucken. I am God. So, Tutorial. Mal festhalten, okay. C, um zu kriechen. Und halten. Okay, gut. Ah ja, okay. Was? Mein Gott, dieses Geschmiere an den... Okay, bevor wir da drunter herkriechen. Gott ist mein weißes Wädchen. Gott erreicht dich meine Stimme. Aha. Okay. Gästeraum 402. Die Tür ist verschlossen. Okay. Also hier ist nichts weiter. Gut, dann kriechen wir mal da drunter her. Komm, komm schon. Hui. Nanda. Was war das? Brauchte ich nicht übersetzen, die Frage habe ich mir gerade selber gestellt. Jemand beobachtet mich schon immer. Da ist ein Gang, da ist ein Gang. Du bist mein Gott. Gott, Tutorial. Okay, machen wir mal. Tab oder I, um das Menü zu öffnen. Okay. Ah. Okay. Gut, ich kann also verschiedene Schlüssel. Ah, okay. Annex, davon hat er vorhin was gesagt. Wir haben einen Schlüssel. Jetzt gehen wir ins Menü. Da. E zeigen. Und W benutzen. Okay. Okay. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Mein Gott. Das sieht ja furchtbar aus. Oh ne, nicht hier so Obst- und Gemüsebilder. Das erinnert mich immer an Layers of Fear. Wann auch immer ich sowas sehe, denke ich wirklich an Layers of Fear. Ich weiß auch nicht. Seit dieser Küche bin ich da irgendwie gestört. Habe ich mir übrigens gespielt. Könnt ihr euch bei mir angucken. Okay. Können wir Objekte ansehen? Ja gut, okay, komm. Das, ich würde mal sagen, das kriegen wir schon hin. Wir müssen getargetet sein. Ah ja. Okay. So. Zoom. Rotate. Ein Buch ohne Titel. Es scheint für diese Untersuchung nicht von Relevanz zu sein. Dann haben wir das da. Ein sehr altes Buch. Es ist so dick, ich habe nicht das Gefühl, dass ich es gern lesen würde. Von 1916. Magnanist William Reich. Okay. Dann haben wir Post. Von Alfredo Smith aus den USA an Ben Ruggles. Okay. Es ist ein Brief, der aus den USA, also aus Amerika geschickt wurde. Die Adresse ist genau diese hier und an den Besitzer Ben Ruggles ausgestellt. Okay. Eine Uhr. Eine alte Taschenuhr. Ich kann keine Bewegung hören. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Was haben wir hier? Reddick! Die versprochene Zeit wird kommen. John Brown.
Der Titel heißt Reddick. Ich werde jetzt wohl kein Buch lesen. Und nochmal Post. Ja, ein Brief aus den USA. Die Adresse ist, er ist an diese Adresse hier gewandt und an Ben Ruggles von Johnson Jody. Okay, gut. Sonne. Der Mond. Da kann ich nichts machen. Ich kann aber mit der Tür hier. Die Tür hat ein Schlüsselloch. Etwas scheint hinter dieser Tür gefangen zu sein. Ein Handabdruck. Wie schön. Die Tür ist auch verschlossen. So, Kumpels. Geht nach Hause. Das Abendmahl ist beendet. Ja, wir haben hier gerade おい、嘘だろ。weiß ich, 僕を縛ってるなんて verarschen? 聞いてないぞ。Das ist der今Einzige, 度den er mir な。gegeben hat. Das kotzt mich けan. ど、戻るしかないか。Ich bin hier raus. Okay. Wir sind jetzt erst hier lang gegangen. Was war das denn? Oh, scheiße. Oh, Moment, wir sind hier durch diese Tür gegangen. Ich muss nochmal zurück. Ich war noch nicht in dem Gang hier. Genau, hier war ich noch nicht. Oh, herzlichen Glückstrumpf. Oh, was ist das denn? Ein Finger auf ein Kreuzgenagel ist. Der scheint nicht echt zu sein, aber irgendwas läuft da raus. Also sei es irgendwas dran, was wie Blut aussieht. Es sieht aus, als ob es von innen herausläuft. Egal, es ist einfach nur creepy. Kann ich was finden? Ist da was? Man lernt ja dazu, ne, wenn man solche Spiele spielt, aber es scheint nichts zu sein. Ich steh mal auf, ich will gerade sein. Ein Gemälde eines Mannes und einer Frau, weil aber drei Teile fehlen. Kann da in diesem Bild ein Geheimnis versteckt sein? Da hängen noch mehr Finger. Okay. Wir gehen mal zurück. Ich hab's hier. Hatte ich die schon probiert? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach du Scheiße. Oi, Hallo, darüber ist hinüber. irgendjemand hier? Ratten. Masakana. Ein Medikit. Benutze das, um dich zu verarzten. Ich werde wieder gucken, was für Teile in der Box sind. Was ist das? Es ist, als ob alle Dinge enthalten sind, die man für eine Behandlung braucht. Mit diesen Dingen kann ich Wunden perfekt heilen. First Aid. Was steht da? Analgesik Ex. Was ist das? Die gute Hämorrhoidensalbe? Ja, die auch bei Tränensäcken hilft. Aber ich so was in einem First Aid Kit. Magenfreundlich und macht nicht müde. Aber Analgesik wäre für. Na ja, gut, okay. Das nehmen wir mit. Ja, können wir auch. So, was hat jetzt hier. Was hat gepoltert? Hier war das Bild, ne? Ja, genau. Okay, den Finger konnte ich nicht mitnehmen. Was hat sich jetzt hier. Genau, hier ist der Annex. Was auch immer das bedeutet. Es hat gepoltert. Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Das Klo. Schön. Ich will vielleicht lieber. Nein. Okay, wir suchen das Klo. Auf einmal übrigens, ich habe vergessen, das Spiel geht ungefähr eine Stunde. Ja, also ich werde, denke ich mal, 2,5-stündige. Was ist das denn? Der Notfallknopf.
ja, falls ich Hilfe brauche beim Hintern abwischen, ja, oder der direkte Draht in die Hölle. Es scheint ein Lautsprechersystem oder irgendwas zu sein. Ach nee, ist für Feuer. Ein Feuernotknopf. Okay, aber im Bad ausgerechnet? Das Ding macht mich wahnsinnig. Guten Tag. Da liegt ein Latschen im Klo. Toton. Wieso schmeiß ich den Latschen ins Klo? Was soll denn das? Was ist denn das für eine Sauerei? Ich habe geklopft, aber niemand hat geantwortet. Die Tür ist verschlossen. Hallo? Läuft's oder? Ist da doch jemand drin? Nanda. Ah, diese Geräusche. Vielleicht sollte ich den Knopf zur Hölle drücken. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Ist doch irgendjemand hier? Oh, diese Musik. Oi. Wer ist da? Mach die Tür auf. Na, oi. Wie bitte da? Hast du Angst? Sono koe. Billy. Billy ka. Bist du das? Oh, so da. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen Preis gewonnen. Hör auf mit dem Mist. Mach schon die Tür auf. Die Antwort ist... Nein. Nani? Was? Du weißt warum. Du hast mein Geld. Das ist jetzt keine gute Zeit. Bitte öffne die Tür. Du weißt, du bist in keiner Position, wo du das verlangen kannst. Ich habe dir so viel Zeit gegeben. Also, wo ist mein Geld? Es tut mir leid, Mann. Bitte vergib mir. Zeit ist vorbei, Kumpel. Billy, warte! Billy! Verdammt nochmal! Dieser Hurensohn! Filio Meretrizes. Was macht der Mensch? Wer ist da? Der Knopf bewegt sich nicht. Billy. Was ist das verdammt nochmal? Wer hat geklopft? Was ist das? Sieht aus wie ein Safe? Ist ein Buch drin? Der sündenvolle König. Anweisung und Vergebung. Oh. Da. Oh. Es wird alles okay sein, weil du eine gute Person bist. Aber ich möchte dir einen Hinweis geben, nur um sicher zu gehen. Du kannst es wegwerfen, wenn du es nicht brauchst. Von deinem besorgten Freund Fred. Was ist das? Einfach rote Striche. Okay, wir nehmen es mal mit. So ein Scheiß. Er kann es nicht von außen abgeschlossen haben, also... Okay, können wir hier raus? Oh. Ah, okay, loslassen. Dann mach's nochmal. Ich denke, ich hab's. Ah ja. Gute Arbeit, Markus. Ein sehr alter Spazierstock. Es sieht aus, als ob der benutzt wurde, um den Türknopf zu blockieren. Wo hat Billy das her? Mitnehmen kann ich es nicht, okay. Die Frage ist jetzt... Wo gehen wir jetzt hin? Ich habe gesagt, Schluss, Kumpels. Oh, ich weiß, wo wir hingehen.
Na Quatsch! Es wächst Haar aus der Decke. Die Geräusche sind auch... Okay, also im Keller sind wir nicht. Verdammt, haben wir angepisst. Das ist Geld, werde ich morgen als erstes besorgen. Weil weißt du, was er als nächstes tut. Gut, also im Keller sind wir nicht, weil hier sind Fenster. Auch wenn sie total dreckig sind und man nichts sieht. Oh Gott, ey. Lange Gänge. Im Übrigen ist auch die Helligkeit des Spiels super. Bis dato kann ich nicht meckern. Man sieht wirklich was, auch wenn man sich im Dunkeln bewegt. Ich weiß nicht, ob ich... da rein will. Billy, bist du hier? Die Tür ist fest verschlossen. Warum würde jemand Ketten vor so eine Tür packen? Hallo? Du wirst dich früher oder später bewegen. Habe ich recht? Ist das abschalten? Nee. Was bist du denn? Also erstmal ist er geschlechtsneutral. Oh Gott. Guck ihn dir an. Was ist das? Was macht hier Geräusche? Was ist das? Das Menü heute. Magen, Herz, Nieren, Augen und Gehirn. This. Was ist das? How to kill? Weißt du, was ist das denn? Okay, ich kann hier aber nichts machen. Da liegt ein Brief. Okay. Wann wird der Sonnenaufgang kommen? Gibt es überhaupt eine Sonne in dieser Welt? Wann war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe? Ich kann nichts mehr sehen. Ich kann nicht hören, ich kann nicht fühlen. Ich möchte darüber kein Gedicht schreiben, aber... ich habe das Gefühl, dass ich verstehe, was es mir sagen möchte. Okay. Was heißt das jetzt? Okay, also so kompliziert, wie ich dachte, ist das Spiel gar nicht. Es sieht nur so komplex aus, wenn man sich die... Was ist das für ein Gestank? Wenn man sich... Wo ist er hingegangen, verdammt nochmal? Okay. Noch ein Brief. Oh, der scheint, wenn es rot ist, scheint er wichtig zu sein. Jetzt. Wegen des Stolzes. Aufgrund des Stolzes wird man irgendwann neidisch auf andere und es wird zu Gier. Vergiss nicht, dass diese Sünde eine Quelle hat. Dort scheint eine bestimmte Person in diesem Herrenhaus zu sein. Glaube und Blut. Ich habe ein schlechtes Gefühl, was das angeht. Okay, den nimmt er mit. Mal in mein Menü gucken. Also, zwei. Ah, okay. Ja. Nummer 3 sind Waffen, haben wir nicht. Okay. Das ist auch Blut. Das ist irgendwas, irgendeine Glaubensscheiße. Die Tür ist verschlossen. Das Türschloss scheint sehr alt zu sein. Oh, hier hat sich wohl jemand selbst gefoltert oder andere gefoltert. Ist das real? Ach, wenn ich drücke, kann ich im Allgemeinen sehen, wo die Sachen sind. Ah, okay. Das klingt sehr gut. Das ist sehr gut. Das klingt sehr gut, ja. Was ist das? Oh Lord. Durch diese 7 Lichter...
und meine Demut. Bitte vergib meine Sünden. Der sündvolle König. Der König, der dachte, dass der König der König ist, sie sah auf alles herab. Er wünschte sich alles in der Welt, er wünschte alles in der Welt sein eigen nennen zu können. Eines Tages kam ein Händler, um mit Dingen zu handeln, zum König. Und er wurde begleitet von seiner wunderschönen Frau. Der König war neidisch auf den Händler, etwas zu haben, was er nicht hatte. Das war etwas, was er niemals erlauben könnte. Des Königs Neid wandelte sich in einen starken Zorn und er befahl seinen Soldaten, den Händler zu töten und es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Der König versteckte die Wahrheit vor ihr und er hieß die Frau des Händlers in seinem Palast willkommen. Ohne zu wissen, was mit ihrem Mann passiert ist, wurde die Frau von dem König jede Nacht durchgeorgelt. Mit der Zeit bekam der König Angst vor dem Tod und wünschte sich ewiges Leben. Um das zu erreichen, fing der König an, sehr viel zu essen und verschiedene Medikamente zu nehmen, wie auch immer. Er konnte ewiges Leben niemals erreichen. Der König wurde fett und faul und untätig. Und aufgrund dessen wurde das Königreich von jemand anderem vernichtet. Okay. Oh, er sagt mir, ich soll das Menü aufmachen. Ich habe ja nur die zwei Sachen. Ah! Ach, das ist wahrscheinlich Wachs. Diese sieben Lichter. Der sinnvolle König. Sieben. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind die Todsünden. Die sieben Todsünden. Und wahrscheinlich soll ich in der Reihenfolge die Lichter anmachen, ne? Behaupte ich jetzt mal. Was haben wir denn? Ach du Scheiße. Envy, Greed, Gluttony, Stolz, ist das? Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um das Spiel erstmal zu beenden. Ich werde mich mal hinsetzen und mir das Zeug übersetzen. Und damit starten wir dann in der nächsten Folge. Damit, dass wir dieses Rätsel lösen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid zur nächsten Folge mit dabei. Bis dann und bye bye und schlaf gut.